bei Microsoft Flight. Nutzen Sie Flugtipps und folgen Sie den markierten Symbolen, um alles über Microsoft Flight zu erfahren. Absolvieren Sie alle Flugtipps, um eine neue Lackierung zu erhalten. In Einsätzen können Piloten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Neue Einsätze werden auf der Karte angezeigt und abgeschlossene sind über die Einsatzliste zugänglich. Aero-Caches sind Objekte, die überall in der Welt von Flight versteckt sind. Manche Aero-Caches sind ohne Internetsuche kaum aufzuspüren. Das ist der Aero-Cache-Jagdbildschirm. Aero-Caches sind ohne etwas Recherche oft schwer zu finden. Sprechen wir die Schritte einer Aero-Cache-Jagd durch. Zuerst müssen Sie den Hinweis lesen. Dann müssen Sie mit dem Hinweis im Internet mehr Informationen finden. Oder noch besser, finden Sie einen Ort, an dem das Aero-Cache sein könnte. Im dritten und letzten Schritt beginnt die Jagd. Ihre Maschine wird über dem Flugplatz platziert, der dem Aero-Cache am nächsten ist. Aero-Caches sind Objekte. Bei einem Trainingsflug kann man hervorragend die Welt von Flight erforschen und die Landschaft genießen. Klicken Sie zum Starten auf der Karte auf Trainingsflug. Unter Jobangebote finden Sie eine Liste mit Jobs an einem Flughafen. Rufen Sie die Jobangebote eines Flughafens über sein Menü auf. Im Hangar können Sie Ihr aktuelles Luftfahrzeug und die Lackierung ändern und auch neue Luftfahrzeuge und Lackierungen kaufen. Klicken Sie zum Öffnen des Hangars auf der Karte das Hangarsymbol an. Im Hangar können Sie... Im Pilotenprofil sehen Sie die Statistiken und den Fortschritt Ihrer Karriere, Auszeichnungen und bisherige Erfolge. Im Piloten, um Tageszeit, Jahreszeit, Datum oder Wetter zu ändern, klicken Sie auf das Trainingsflugsymbol auf der Karte und dann auf Flugbedingungen. Erklärungen für die Kartensymbole erhalten Sie, indem Sie auf der Karte auf das Trainingsflugsymbol und dann auf Legende klicken. Für die restlichen Flugtipps und weitere Inhalte melden Sie sich mit einem Games for Windows Live-Konto oder Xbox Live-Konto an. Klicken Sie! Erweitern Sie Ihr Flight-Erlebnis um die gesamte hawaiische Inselkette, ein Startpunkt für weitere Entdeckungen. Das Pad bietet zusätzliche Flugzeuge, Orte, Einsätze und Aero-Caches. Bei Microsoft Flight können Sie mit Ihren Freunden und anderen Spielern den Himmel erkunden. Um zu starten, klicken Sie auf der Karte auf das Multiplayer-Symbol. Wenn die Multiplayer-Anzeige erscheint, können Sie Freunde zu einer Sitzung einladen oder über schnelles Spiel einer laufenden Sitzung beitreten. Sie erhalten eine neue Lackierung, wenn Sie alle Flugtipps absolvieren.